Heute dreht sich bei uns alles um die Liebe. Was ist, wenn sie fehlt? Wenn die Mutter verschwindet und den Sohn alleine lässt? Mit Rabenliebe hat Peter Wawerzinek einen der besten Romane des Jahres geschrieben. Nachdenklich, rastlos ist er, Peter Wawerzinek. Immer wieder kehrt er an den Ort seiner Kindheit, an die Ostsee zurück. Hier wuchs er auf, ohne Mutter. Ich sehe mich in mutterlose Einsamkeit gehüllt, steuere den Mutterpol an, um Last abzuwerfen, die nicht abzuwerfen ist. Diesen Schmerz hat er nun in Worte gebannt. Rabenliebe, die Geschichte einer Muttersuche. Ein Roman, von der Kritik gefeiert, ausgezeichnet mit dem renommierten Bachmann-Preis. Es ist nach Jahren in der Versenkung Wawerzineks fulminantes Comeback als Schriftsteller. Ein Blick in sein Innerstes. Die Verletzlichkeit, Intimität oder das sich nackig machen, das gehörte dazu. Das gehört einfach dazu. 1956 flieht Peter Wawerzineks Mutter aus der DDR in den Westen. Noch vor dem Mauerbau. In der Rostocker Wohnung bleiben zurück der zweijährige Peter und seine jüngere Schwester. Tagelang auf sich selbst gestellt. Bis sie von Nachbarn entdeckt werden. Es ist einfach ein Zustand von Verwahrlosung, von Hunger, Ekzeme, von Hautschädigung, von, das ist ein ganz, also selbst für hartgesottene Erzieherinnen, die das auch öfter schon mal hatten, war das, glaube ich, der schrecklichste Fall. Was folgt, ist eine Odyssee durch Heime und Adoptivfamilien. Bei Nichtgefallen zurück. Die Geschwister werden getrennt. Peter bleibt stumm, fängt erst mit 4 Jahren an zu sprechen. Seine Antwort auf die fehlende Mutterliebe. Ich bin ein ramponiertes Kind, bin ein untauglicher Kahn. Das Heim ist mein Reparaturdock. Mit nüchternen Sätzen reflektiert Peter Wawerzinek sein Schicksal, montiert Kinderlieder, Zeitungsartikel von misshandelten Babys in seinen Erzählfluss ein. Hier blickt ein Außenseiter auf das eigene Leben. Literatur als Schutzpanzer, als Schmerzdämpfer. Schon als Kind erschreibt sich Peter Wawerzinek die liebende, perfekte Mutter. Sucht nach der Mutter-Mogelpackung, wie er sie nennt. Ganz prägend waren diese Casting-ähnlichen Beguckungen von Kindern. Wenn Eltern, die vorhatten zu adoptieren, hingekommen sind und ein Schwarm von Kindern hat quasi mit Gesten, mit Aufgeregtheit auf sich aufmerksam machen wollen. Ein älteres Lehrerehepaar adoptiert den 10-Jährigen schließlich. Sie wollen den perfekten Vorzeigesohn, formen ihn nach ihren Vorstellungen. Nähe ist unerwünscht. Peter lernt, in Rollen zu schlüpfen, den dankbaren Sohn zu mimen. Ich pauke Anstaltsregeln. Ich spiele in meinem Adoptionskäfig das folgsame Adoptionsvögelchen. Mit der Adoption sind erstmal ein paar Sachen von mir so abgekappt worden, also so wie Elektrokabel. Ich war so teilweise auch ein trällerndes Kind, das so selber sich Lieder ausdenkt. Das wurde als Quatsch angesehen, sondern Lieder sollten richtig gelernt werden. Wenn, dann richtig. Diese Kälte prägt Peter Wawerzinek, macht ihn zum Getriebenen, jahrzehntelang. Er versucht sich als Musiker, Briefträger, Kellner. Immer wieder schreibt er Bücher, wird von der Literaturwelt gefeiert. Und immer wieder stürzt er ab, tröstet sich mit Alkohol. Die Muttersehnsucht stets im Gepäck. Nach der Wende erfährt er die Adresse der leiblichen Mutter. Er fasst Mut und fährt nach Süddeutschland. Zu ihr. Ich hatte ein Riesenbedürfnis, dieser Frau gegenüberzutreten. Nicht, um mit ihr abzurechnen oder Rache oder Groll noch abzulassen, sondern einfach nur es als Akt getan haben. Also, dass ich irgendwann in meinem Leben dahin scheide und sage, aber das hast du wenigstens noch gemacht. Da bist du ja, ist das Erste, was sie zu ihm sagt. Keine Umarmung, keine Entschuldigung, nur ein billiger Kuchen und Schweigen. Alles ist wie Zugverspätung, Wartesaal, Gefrierzustand. Zeugnis eines seelenlosen Nichts im Umgang zweier sich völlig
fremder Lebewesen. Naja, das knallharteste Gefühl bleibt, mit einem Satz zu sagen, ich habe nie eine Mutter gehabt und ich habe sie erst recht nicht, als ich sie getroffen habe. Keine Illusionen mehr. Peter Wawerzinek ist dem Mutterschatten entflohen, hat sich freigeschrieben und dieser Rabenliebe einen großen, wütenden Roman abgerungen.